Ja, einen wundervollen Morgen wünsche ich euch allen. Hier ist wieder Pema für euch. Ich habe erneut einen Erfahrungsbericht der weißen Knochenmeditation mitgebracht. Und zwar war das heute so, dass ich mir vorgestellt hatte, herunterzufallen aus großer Höhe und dann daraufhin eben zu versterben, was natürlich sehr schmerzhaft und sehr schnell vonstatten ging. Was zunächst zu einer zu Gegenwehr, aber dann auch zu großer Erleichterung führte, nachdem ich loslassen konnte. Ich konnte mich auch relativ schnell wieder mit Avalokiteshvara verbinden und hatte dieses Gefühl des selbstlosen Liebe in mir vorhanden und konnte so die Wesen betrachten, wie ich ihnen auch tatsächlich helfen konnte. Und das intuitiv, ohne irgendeine Anstrengung, als sei es das Natürlichste auf der Welt, als sei es die innerste Natur von uns Menschen, anderen zu helfen. Das war sehr angenehm zu beobachten. Und auch sehr natürlich, also dass es immer natürlicher wird mit der Übung. Dass man auch in schwierigen Situationen dieses Gefühl aufrecht erhalten kann, wenn man Schritt für Schritt weitermacht. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Kommt dort an, wo ihr ankommen wollt, und macht es erst einmal gut. Bis dann.